Mehr als 100 Vereine präsentierten sich am 17. und 18. Mai im Reichenfeld. Bei der dritten Felkeher Vereinsmesse boten sie spannende Einblicke in ihre Aktivitäten und sorgten auch kulinarisch gut für die Besucher. Insgesamt 330 Vereine bereichern das Zusammenleben in Felkirch. Die Vereinsmesse soll insbesondere auch eine Plattform der Anerkennung, der Wertschätzung und des Dankes für unsere Vereine sein. Es ist die größte Veranstaltung, die ausschließlich und mit eigenen Ressourcen der Stadt Felkirch organisiert, vorbereitet und durchgeführt wird. Die Ausführungen von Stargast Hermann Mayer wurden mit besonderer Spannung verfolgt. Aus meiner Sicht ist natürlich was Wichtiges, speziell wenn ich jetzt natürlich einen Sportverein hernehme. Wie wichtig das ist natürlich, dass man als Kind da schon gefördert wird, dass man bei einem Sportverein dabei ist, damit man, oder dass man auch seine stetigen Zeiten hat. Da dafür gibt, müssen natürlich auch Leute sich Zeit nehmen dafür, meistens auf freiwilliger Basis. Was ja sehr, sehr wichtig ist, einfach die Tradition und Vereine erhalten eine Tradition. In einer Sonderschau konnten sich die Besucher über das vielfältige Freizeit- und Beratungsangebot der Stadt Felkirch informieren. Vor allem Senioren und Familien nutzten gerne die Gelegenheit. Es ist eine total gefreute Angelegenheit, weil die Vereine sehr, sehr engagiert mitmachen, sich untereinander sehr gut vernetzt haben. Für uns ist es eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste. Die Felkeher Blaulichtorganisationen informierten direkt vor Ort über ihre Leistungen. Vor allem junge Besucher entdeckten auf der dritten Felkeher Vereinsmesse neue Talente.
Seite möchte der Stadt Feldkirch und den Vereinen und Ehrenamtlichen besonders herzlich gratulieren. Enorme Arbeit, großer Einsatz, der dahinter steckt, ein bisschen Wetterglück dabei, eine große Leistungsschau, aber vor allem auch viel Gemeinschaft und Jugendarbeit. Großartig, was ihr hier geleistet habt.